Eine Frage beschäftigt uns im nächsten Fall insbesondere. Was darf ein Geldinstitut alles mit einem privaten Bankkonto machen? Darf eine Bank etwa von einem privaten Konto ohne Einwilligung des Kontoinhabers Geld abbuchen, um die Schulden von jemand anderem zu bezahlen? Mein Kollege Wolfgang Goder hat eine Familie in Tirol besucht, die uns genau so ein Problem geschildert hat. Das war einst die Tischlerei von Peter Hausberger in Nassereit in Tirol. Ende 2006 ging er in wohlverdiente Pension und übergab den gesunden Familienbetrieb zur Gänze seinem Sohn Christian mit allen laufenden Geschäften und Bankverbindungen. Im November 2009, also 3 Jahre danach, plante das pensionierte Ehepaar Hausberger eine Weltreise. Nach Aufenthalten in England, Hongkong, Bali, Australien und Neuseeland wollten sie dann vor allem längere Zeit in Chile verbringen, wo ihr zweiter Sohn, André, seit längerem für eine Softwarefirma arbeitet und mit einer Lateinamerikanerin verheiratet ist. André hatte ihm bereits erzählt, dass er in Chile ein Haus kaufen will. Sein Vater beschloss spontan, ihm dabei unter die Arme zu greifen und sparte dafür schon vor der Reise mehr als 30.000 Euro auf seinem Pensionskonto an. In Chile angekommen, fragte er seinen Sohn André, wie viel er brauchen könne, und überwies am 28.12.2009 per Internetbanking 28.000 Euro auf das örtliche Konto seiner Schwiegertochter Liz. Kurz darauf, das Ehepaar Hausberger Senior war gerade auf Besichtigungstour in Chile, kam es aber zu dubiosen Vorgängen rund um dieses Pensionskonto. Der Sohn hat mich angerufen und gesagt, Papa, das Geld ist immer noch nicht auf dem Konto von der Liz. Ich habe gesagt, ja, das dauert halt 4, 5 Tage wahrscheinlich. Und dann bin ich zum Bankomaten gegangen, so wie alle 3, 4 Tage, und wollte ein Geld abheben. Und der Bankomat hat nicht funktioniert. Zuerst habe ich einfach der Technik Schuld gegeben und habe mir gedacht, das muss ich lassen, weil sonst ist die Bankomatkarte weg. Herr Hausberger war beunruhigt, kontrollierte sicherheitshalber seinen Kontostand und machte eine unglaubliche Entdeckung. Und dann habe ich ins Internet geschaut und habe gesehen, dass der Betrag wieder rücküberwiesen wurde, abzüglich 20 Euro Spesen, also 27.980. Herr Hausberger rief daheim bei seiner Volksbankfiliale an, warum die Überweisung rückgebucht wurde, und wurde an die Rechtsabteilung in Innsbruck verwiesen, wo aber über die Feiertage niemand erreichbar war. Doch es kam noch viel Ärger. Ich habe dann wieder hineingeschaut und dann war auf einmal, hat man auf einmal die, ein bisschen über 23.800 Euro, hat man dann einfach abgebucht und dann habe ich einen Kontostand gehabt für ungefähr 6.000 oder 7.000. Genau genommen handelte es sich um 23.689 Euro. Mit diesem Geld hatte die Volksbank ohne jegliche Rückfrage das Geschäftskonto der Tischlerei seines Sohnes Christian abgedeckt. Warum, das erfuhr der geschockte Pensionist von der Rechtsabteilung kurz danach telefonisch. Christian Hausberger hatte nämlich wenige Tage davor Konkurs anmelden müssen. Und er, sein Vater, hafte auch für Altschulden seiner früheren Firma, so die Rechtsabteilung der Volksbank. Darüber hinaus hätte man sein Konto gesperrt. Das war auch der Grund, warum Peter Hausberger während seines Chile-Aufenthalts kein Geld mehr abheben konnte, trotz eines deutlichen Plus auf seinem Konto. Ich habe mir gedacht, ich verstehe die Welt nicht mehr. Also ich war total baff, also von Wut bis zur Enttäuschung bis Trauer, ich habe alles mitgemacht. Als er Mitte Jänner wieder heimkehrte, fand er im Briefkasten eine Benachrichtigung vor. Ich bin zurückgekommen und dann habe ich den Brief abgeholt, das war eingeschrieben. Und das war das erste schriftliche Dokument von der Volksbank an mich. Dass eben das, da haben sie den ganzen Vorgang geschildert. Datum, also Aufgabestempel, das war der 4. Januar. Und ich habe nie was gewusst. Am 12. habe ich ihn dann geöffnet und habe das vorgefunden. Und zwar einen Brief an ihn, also den Pensionisten Peter Hausberger.
In Betreff stand allerdings, wir zitieren, Kündigung der Geschäftsbeziehung mit der Firma Christian Hausberger. Was das mit ihm zu tun hatte, schrieb die Bank ein paar Absätze später. Nämlich, dass sie ihn, Peter Hausberger, als seinerzeitigen Übergeber seiner Firma auch jetzt noch gemäß § 39 Unternehmensgesetzbuch in Haftung nehmen könne. Und dass man sich die Abdeckung des Firmenkreditkontos von Christian Hausberger in der Höhe von mehr als 23.000 Euro erwarte. Sie erwartet sich das also, schreibt die Bank in einem Brief mit Poststempel vom 4.1.2010. Abgebucht hat sie das Geld allerdings ebenfalls schon am 4.1.2010, als Peter Hausberger noch nichts von der Sache wissen und damit auch gar nicht reagieren konnte. Auch sein Sohn Christian, der mit seiner Tischlerei wegen des Ausfalls eines Großauftrags in Zahlungsschwierigkeiten gekommen war, ist fassungslos. Die Volksbank war eigentlich der einzige Ansprechpartner in der ganzen Krise, die überhaupt nicht positiv reagiert hat, die nicht kompromissbereit war und eigentlich dann der Auslöser, dass ich Konkurs angemeldet habe. Ich habe das dann mitbekommen, auf einmal haben sie mein Konto abgedeckt, also mein Konto war auf null. Ich meine, für mich unglaublich die Situation, also konnte ich mir nicht erklären. Noch weniger sein Vater, der mit der Tischlerei und deren Geschäftskonto ja seit 4 Jahren nichts mehr zu tun hat. Vorübergehend gesperrt wurde übrigens nicht nur sein Pensionskonto, sondern sogar die Sparbücher seiner beiden Enkel mit Einlagen von etwas über 1.000 bzw. 300 Euro. Darüber hinaus zeigte die Volksbank Tirol ihn, seinen Sohn Christian und auch seinen Sohn André, der ja in Chile lebt und mit der Firma gar nichts zu tun hatte, wegen betrügerischer Kreda an. Ein Verfahren, das mittlerweile von der Staatsanwaltschaft eingestellt wurde. Wir wollten natürlich von der Volksbank wissen, was sie zu den Vorwürfen von Herrn Hausberger sagt. Konten gesperrt, von ihm nicht autorisierte Überweisungen durchgeführt und dann auch noch die Anzeige wegen betrügerischer Kreda. Die Volksbank Tirol Innsbruck-Schwarz wollte uns zu diesem Fall kein Interview geben. Der Rechtsanwalt der Bank wies in einem Fax an unsere Redaktion darauf hin, dass der Rechtsstandpunkt seiner Mandantschaft offensichtlich berechtigt ist, da Herr Hausberger bis heute nicht zivilgerichtlich dagegen vorgegangen ist. Dazu befragten wir natürlich auch Herrn Hausberger. Die haben sehr starke Anwälte wahrscheinlich bei der Volksbank und die haben viel längeren Atem als ich. Ich verwehre mal alle anderen Möglichkeiten zuerst. Sollte die Volksbank ihrer Rechtsansicht nichts mehr hinzufügen, will Herr Hausberger allerdings seinen Schaden trotzdem gerichtlich einfordern. Ja, den Herrn Hausberger Senior begrüßen wir jetzt im Studio bei uns. Schönen guten Abend. Guten Abend. Und an seiner Seite sein Rechtsanwalt, Magister Rüdiger Schneeberger. Guten Abend. Grüß Gott und danke fürs Kommen. Eingeladen war natürlich auch ein Vertreter der Volksbank Tirol Innsbruck Schwarz AG. Man hat unsere Einladung nicht wahrgenommen. Ich werde den Standpunkt der Bank vertreten, soweit mir das aus den Unterlagen möglich ist. Ich habe mich da ein wenig schlau gemacht. Die Volksbank Tirol verweist in ihren Schreiben unter anderem auf den Paragraphen 39 des UGB, des Unternehmensgesetzbuches, wonach der Übergeber einer Firma, also in unserem Fall Sie, noch bis zu 5 Jahre nach der Übergabe des Betriebes für Altschulden haften. Und da schreibt die Bank eben in einem Brief, es ist nicht richtig, dass der dem übergebenen Unternehmen eingeräumte Kreditrahmen bereits zurückgezahlt worden wäre. Dies ist aufgrund der Rechtsnatur der jederzeitigen Ausnützbarkeit des Kontokorrent-Kreditrahmens gar nicht möglich und gemäß den Kontoauszügen auch sachlich nicht richtig. Die Frage für mich ist jetzt, war das Geld, auf das die Bank zugegriffen hat, waren das jetzt Altschulden oder nicht? Es ist nach der Übergabe des Tischlereibetriebes vom Vater an den Sohn natürlich zu Kontoschwankungen gekommen. Mir liegt hier ein Kontoauszug vor, wo im Jahre 2008 bereits ein positives Guthaben von ca. 7.000 Euro vorlag. Und somit sind die Schulden, die zum Zeitpunkt der Übergabe des Tischlereibetriebes bestanden haben, quasi nicht mehr existent gewesen und handelte sich dabei um neue Schulden. Das Dokument haben Sie da mit. Wann war da ein Guthaben auf dem Konto und keine Schulden mehr? Exakt am 18.02.2008,
Jetzt sagt die Bank sinngemäß, das gehöre zur Rechtsnatur von einem sogenannten Kontokorrent-Rahmenkredit, dass es da zu Schwankungen komme und das sei quasi unerheblich. Wenn die Bank der Ansicht gewesen wäre oder so wie die Bank der Ansicht ist, dass hier eine Nachhaftung des Herrn Hausberger Senior, des Übergeber des Betriebes vorliegt, hätte sie den Herrn Hausberger im Vorhinein schriftlich darauf hinweisen müssen und hätte ihrerseits um Abdeckung dieses Kontos des Herrn Christian Hausberger des Junior, des Betriebsübernehmers, hinweisen müssen und ihrerseits ein Gerichtsverfahren anstreben müssen, wenn der Herr Senior Hausberger hier seiner Verpflichtung aus der Sicht der Bank nicht nachgekommen wäre. Bei der Bank ist man vielleicht nervös geworden, hat gesehen, Überweisung nach Chile, oh, da will sie wer absetzen, da will jemand Geld verräumen, da greifen wir jetzt schnell zu. War aber nicht so. Ja, das war überhaupt nicht so. Das war, ich habe deswegen so viel Geld oben gehabt, weil mein Sohn hat mich gesagt, ja. Also das war in Wirklichkeit der für mich jetzt nachvollziehbare Grund. Ja. Jetzt argumentiert die Bank natürlich auch damit, dass es da allgemeine Geschäftsbedingungen gibt und dass diese allgemeinen Geschäftsbedingungen sie berechtigen, zwischen sämtlichen Ansprüchen und Verbindlichkeiten ihres Kunden aufzurechnen. Bei dieser Kontoverbindung handelt es sich um zwei separate Bereiche, um ein Firmenkonto und um ein privates Konto. Die AGBs, ich zitiere hier die AGBs von der Volksbank, das Kreditinstitut ist berechtigt zwischen sämtlichen Ansprüchen des Kunden, soweit fändbar, und sämtlichen Verbindlichkeiten des Kunden gegenüber aufzurechnen. Ja. Sie haben hier zwei Kunden, die Bank hat zwei Kunden. Sie hätte aufrechnen können mit Guthaben und Negativsaldo des Sohnes. Sie hat aber hier zwischen zwei Kunden aufgerechnet und das ist sicherlich nicht zulässig. Jetzt sagt die Volksbank Tirol, naja, wenn Sie glauben, dass Sie recht haben, dann müssen Sie halt klagen. Werden Sie jetzt klagen, schlimmstenfalls? Oder was ist Ihre Forderung jetzt einmal, bevor Sie klagen? Aus meiner Sicht ist hier auch einmal ein Entgegenkommen der Bank notwendig, um hier eventuell auch noch außergerichtlich eine Einigung zu erzielen. Der Herr Hausberger verfügt über keine Rechtsschutzversicherung. Er müsste das Kostenrisiko selbst tragen. Wenn hier eine Unsicherheit auch noch bei der Auslegung dieses neuen Paragraphen 39 UGB, diese neue Regelung mit der Nachhaftung gibt es noch nicht so lange. Eventuell ist hier sogar ein Weg bis zum obersten Gerichtshof notwendig. Das würde mindestens 30.000 Euro kosten, was für ihn als Pensionisten ein wesentliches Risiko ist und fast ein untragbarer Aufwand. Das heißt, Ihr Ersuchen oder Ihr Angebot an die Volksbank ist, sich noch einmal zusammenzusetzen, außergerichtlich darüber zu reden, ob man die Sache nicht so vom Tisch bekommen könne und sich einigen könne. Schlimmstenfalls müssen Sie dann halt tatsächlich klagen. Wir werden an der Sache weiter dranbleiben und schauen, ob da vielleicht in den nächsten paar Monaten eine außergerichtliche Einigung erfolgt. Ich bedanke mich, dass Sie bei uns waren. Danke fürs Zuschauen. Bis nächste Woche.